Hallo im Küchengarten. Eigentlich begrüße ich euch zu meinen Orchideen-Videos ja immer vom Fensterbrett des Küchengartens. Nur heute handelt es sich um ein Notfallvideo und deswegen bin ich hier draußen, denn der Notfall, der eine meiner liebsten Orchideen betrifft, ist sehr infektiös, ansteckend, kann sich gut verbreiten. Deswegen sofort, wie es aufgefallen ist, habe ich diese Orchidee von allen anderen getrennt. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass es nicht schon eine Verbreitung gegeben hat, aber da halte ich in den nächsten Tagen einfach meine Augen offen und hoffe, dass ich das Ganze mit Sofortmaßnahmen gut eindämmen kann. Worum es sich handelt, das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar handelt es sich um einen Befall mit Schildläusen. Hier seht ihr an der Unterseite, an der Blattunterseite der Orchidee, so ein typisches Schild. Es ist jetzt wirklich klein, es ist schwer mit der Kamera einzufangen. Ausgebreitet hat sich das Ganze hier von einem verblühten Blütenstängel. Hier sieht man hoffentlich auch sehr gut die ganzen Schilde der Mutterschildläuse. Hier sieht man irgendwelche Gewebe auf der Seite und hier am Rand einen richtigen Befall. Entdeckt hat die ganze Geschichte ein Teil meiner Jungmannschaft, der dann meinte, Mami, was ist das für klebriges Glibberzeug an den Stängeln und an den Blättern? Und hier diese Spinnweben an der Orchidee. Diese klebrigen Stellen an den Blättern einer Orchidee können natürlich auch natürliche Ursachen haben. Aber trotzdem, wenn sie auftreten, sollte man auf jeden Fall sofort auf Schädlingsbefall untersuchen. Können nun Schildläuse sein oder Wollläuse. Wenn man nichts hat, kann man natürlich dankbar sein. Aber besser zu früh merken, als nachher der Dumme sein. Ich weiß nicht, woher diese Schildläuse gekommen sind, denn ich habe zu dieser Zeit weder eine neue gekauft, die ich zu meinem alten Bestand dazugestellt habe. Das mache ich natürlich sowieso nie. Alle neue Orchideen kommen bei mir auf jeden Fall zuerst in Quarantäne, um eben so eine Schädlingseinschleppung zu vermeiden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ihr seht hier Risse an den Blättern. Und zwar ist das daher, dass meine Luki-Katze ab und zu im Sommer, wenn viele Fliegen im Haus herumschwirren, diesen wild am Fenster hinterher springt. Und dann musste diese Orchidee schon mal darunter leiden und ist auf den Boden gefallen und hat sich diese Verletzungen zugezogen. Dadurch ist sie natürlich geschwächt und geschwächte Orchideen werden leichter von so Schädlingen befallen. Außerdem muss ich euch gestehen, dass ich meine Orchideen im Sommer vielmals leider vernachlässige, da ich natürlich viel im Garten draußen unterwegs bin. Die Sonne lacht, das Gemüse ruft. Da bin ich im Haus jetzt nicht so beschäftigt mit der Pflanzenpflege. Meine Orchideen verzeihen mir das eigentlich auch immer sehr gut, da sie im Winter, Herbst und Winter dann von mir immer mit Liebe überschüttet werden. Und so können sie diese ungute Vernachlässigungsphase eigentlich ganz gut überstehen. Da diese Orchidee aber jetzt geschwächt war durch diesen Katzenunfall, hat sie anscheinend diesen Schädlingsbefall nicht selbstständig vermeiden können, nicht selbstständig abwehren können und jetzt muss ich aktiv werden. Diese hartnäckigen kleinen Tierchen sitzen mit Vorliebe an der Blattunterseite, an den Wurzeln und auch zwischen diesen Blattzwischenräumen. Man kann sich vorstellen, dass man es dort sehr spät entdeckt, den Befall, und dass man es dort auch wieder ganz schwer wegbekommt. Was ein besonders gutes Indiz ist, wie ich vorher eh schon angesprochen habe, sind diese klebrigen Stellen an den Blättern. Und zwar leben diese Schildläuse wie auch andere Läuse vom Pflanzensaft, von dem Eiweiß, das in dem Pflanzensaft enthalten ist. Sie saugen dort mit ihrem Rüssel, also sie stechen kleine Löcher hinein in die Blätter und saugen den Pflanzensaft heraus. Da dieser Pflanzensaft aber zu einem Großteil aus Zucker besteht, den die Tierchen nicht verarbeiten können, schleudern sie den von sich und dadurch entstehen eben diese klebrigen Spuren sowohl an den Blättern als auch an der Umgebung der Orchidee. Also wenn man sowas entdeckt, dann immer aufpassen und gleich schauen, habe ich irgendeinen Schädling auf meiner Pflanze?
Was natürlich dann passiert, ist, dass durch diesen Saugvorgang, wenn natürlich der Befall besonders stark auch ist, geht es schneller, dass die Pflanzen geschwächt aussehen, geschwächt wirken. Und zusätzlich durch diese kleinen Löchlein, die durch diesen Saugrüssel entstehen, können sehr leicht Bakterien oder Pilze in die Orchidee eindringen und die zusätzlich befallen, schädigen und schwächen. Was wir jetzt hier mal machen, da ich diesen Befall ja hier festgestellt habe, kein Risiko eingehen. Ich werde zuerst einmal das Ganze hier aus meinem Topf rausnehmen und das gesamte alte Substrat entfernen, weil auch dort können sich diese Tierchen natürlich aufhalten. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, wenn ihr einfach mit irgendeinem Insektenschutzmittel diese Pflanze einsprüht. Die würden von unten immer wieder hochkommen. Also da muss man wirklich ganz gründlich vorgehen. Außerdem kann ich mir dann auch gleich mal anschauen, wie die Wurzeln ausschauen. Ja, an den Wurzeln ist es eh auch nicht sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein weiteres Zeichen, warum diese Orchidee wahrscheinlich von den Schildläusen befallen sein worden wird. Denn hier die Wurzeln, ich mache mal eine Nahaufnahme für euch. So, da könnt ihr es jetzt gleich einmal sehen, die Misere. Alle Wurzeln, die hier im Substrat waren, seht ihr das hier, sind matschig, faulig. Da ist eigentlich nichts mehr zu retten. Je weiter nach oben ins Substrat es kommt, da wird es eigentlich besser. Also hier sieht man noch, die Wurzeln haben hier noch eine, die jetzt auch schon nicht mehr, aber die sind noch widerstandsfähig. Das heißt, die leisten noch ihre Arbeit. Aber das ganze Gebilde hier unten, das muss ich wegnehmen. Das heißt, sie war eh schon geschwächt. Was man an den Blättern, naja, doch ein bisschen sieht man. Sie sind nicht ganz so fest, wie sie eigentlich sein sollten. Also normalerweise kann man die fast überhaupt nicht biegen. Und hier lassen sie sich eigentlich schon recht leicht schlappern. Das heißt, den ersten Schritt, den ich jetzt mal mache, nachdem ich hier das ganze Substrat entfernt habe, ich werde mal die ganzen fauligen Wurzeln wegschneiden. Jetzt schaut das ganze Stück wieder etwas manierlicher aus. Vor allem man sieht, es ist doch noch eine schöne Wurzelmasse, auch nach dieser Wegschneideaktion enthalten. Vor allem hatte ich hier wirklich sehr schön ausgeprägte Luftwurzeln. Die werde ich dann, wenn ich sie wieder ins Substrat einsetze, ebenfalls in den Topf setzen. Und dort können sie dann wunderbar ihre Nährstoff- und Wasseraufnahmetätigkeit fortführen. Das heißt, hier mache ich mir um die Versorgung der Orchidee überhaupt keine Sorgen. Wie werde ich nun weiter verfahren, um diese Schildlausplage einzudämmen? Und zwar werde ich zuerst einmal hier den Blütentrieb komplett abschneiden. Der ist sowieso verblüht und außerdem beherbergt er nur eine große Population dieser kleinen grauslichen Viecherln und so können wir schon mal einige davon ausmerzen. Des Weiteren werde ich mir die Pflanze, also die einzelnen Blätter, die Wurzeln, auch die Blattachseln ganz genau anschauen und werde mit meinem Fingernagel oder einem kleinen Messer die sichtbaren Schildläuse gründlich entfernen. Mittlerweile habe ich mir jetzt auch schon gründlich die Hände gewaschen, denn ich möchte mir ja diese Läuse nicht ewig durch die Gegend schleppen. Und jetzt werde ich mit einem feuchten, weichen Tuch diese ganzen Klebespuren und Schmutzreste von meinen Blättern entfernen.
Der letzte Schritt bei dieser Rettungsmission ist jetzt, dass ich die Pflanze auch noch mit einem Mittel gegen Läuse einsprühe. Und zwar, wie gesagt, verstecken sich Wollläuse oder hier, wie hier die Schildläuse, sehr gerne in schwer zugänglichen Bereichen. Oder sie sind auch noch so klein, die Jungtiere, dass man sie gar nicht sehen kann. Das heißt, ich traue jetzt dem ganzen Frieden nicht und werde sie mit einem geeigneten Mittel einsprühen. Das kann man ganz leicht selber machen. Dazu nehmt ihr 1 Liter Wasser, 2 Esslöffel Olivenöl und ein paar Spritzer Spülmittel. Das bekommt den Läusen überhaupt nicht. Und damit sprüht ihr die ganze Orchidee großräumig ein. Wichtig ist hierbei, man muss da doch recht hartnäckig bleiben. Also auf jeden Fall nach 14 Tagen mal wiederholen, schauen, wie es ausschaut. Bei Bedarf wieder wiederholen. Ich habe jetzt hier schon so ein Schädlingsmittel zu Hause gehabt, schon seit ewigen Zeiten. Wegwerfen tue ich das auch nicht. Es ist biologisch und da wir die Orchidee ja nicht essen und sie auch nicht von irgendwelchen Insekten oder Bestäubern besucht wird, ist das im Haus für mich okay, wenn ich da so ein Mittel noch aufbrauche. Eingesprüht habe ich das Ganze dann im Haus, damit mit den Nützlingen wirklich nichts passieren kann und besonders wichtig ist es, gründlich vorzugehen, auch in die Blattachseln, an den Wurzeln und an den Blattunterseiten alles gründlich einzusprühen. Und da ich die Orchidee ja weiter beobachten muss und sie nach einigen Tagen, nach 2 Wochen wieder einsprühen muss, falls wieder Schildläuse auftreten, werde ich sie nicht in Substrat setzen die nächsten Wochen, sondern einfach eine Schüssel mit Daumenbreit Wasser füllen, in meinem Fall Regenwasser, weil das für die Orchideen am besten verträglich ist. Dort werde ich dann die Spitzen der Wurzeln hineinsetzen und sie damit Wasser aufnehmen lassen. Und so habe ich die Möglichkeit, sie genau zu beobachten und vorzubeugen, dass sich verbliebene Schildläuse wieder in das Substrat einnisten. Ich kann sie beobachten, pflegen, nochmal einsprühen und erst wenn ich ganz sicher bin, dass keine Läuse mehr auf der Orchidee vorhanden sind, werde ich sie wieder ins Substrat einsetzen. Was ihr zu guter Letzt auch auf keinen Fall vergessen dürft, ist, dass ihr euch um die Pflanzentöpfe kümmert, in denen ihr die Orchideen drin gehabt habt, also die mit Schildläusen oder anderen Schädlingen befallenen Orchideen. Falls ihr die nämlich wiederverwenden wollt, was ich natürlich hier bei meinem wunderbaren hydroponischen Topf auf jeden Fall möchte, muss man sicherstellen, dass hier drin nicht irgendwelche von diesen Läusen überwintern, nisten, sich verstecken und dann irgendwelche anderen Pflanzen infizieren, die ich hier reinsetzen möchte. Das heißt, ich werde die gründlich auswaschen und nachher auch noch mit Essigwasser auswischen, reinigen, sodass da auf keinen Fall irgendeiner dieser Schädlinge überleben kann. Das war's zu meinem heutigen Video über den Rettungsversuch meiner mit Schildläusen befallenen Phalaenopsis-Orchidee. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Ich werde euch weiter berichten, wie es der Orchidee geht. Ich mache mir aber gute Hoffnungen, dass ich das, weil wir es ziemlich früh erkannt haben, ziemlich gut in den Griff bekommen habe. Worauf ich unbedingt achten werde, ist, ob auch an anderen Orchideen, sie stand natürlich im Verband mit all meinen Orchideen, ob dort auch noch Schädlinge auftreten, die werde ich dann genauso behandeln. Das ist zwar ein bisschen ein Aufwand, aber das ist es mir wert, weil ich habe so eine Freude an meinen Orchideen und ich bin mir sicher, ihr auch. Danke, dass ihr mir heute wieder zugeschaut habt. Wenn euch auch noch andere Videos zum Thema Orchideen interessieren, ich verlinke euch hier oben die Playlist, wo ich schon einige Videos zu dem Thema gedreht habe, wo ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse gerne mit euch teilen möchte. Lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche hier bei mir im Küchengarten. Bis dann und viel Erfolg mit euren Zimmerpflanzen.